Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geliebte Geschwister im Islam, wir haben euch vermisst und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala und bitten Allah azza wa jal, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dass er uns yawmul qiyama unter seiner Liebe vereint. Allahumma amin. Ein sehr wichtiges Thema an meine geliebten Geschwister, und zwar die frohe Botschaft für denjenigen, der einen Liebsten verliert. Und dieses Thema geht uns alle an. Ein jeder von uns wird irgendwann damit konfrontiert. Einer verliert seinen Vater, einer verliert seine Mutter, einer verliert seine Ehefrau, einer verliert seine Kinder. Und die Liste ist lang, liebe Geschwister, zu lang, um sie vollständig auszusprechen, sondern vielmehr sollten wir eine Sache wissen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal hat uns zu Muslimen gemacht. Und vor circa 12 Tagen ist mein Vater verstorben. Rahmatullah alayh, nas Allah subhanahu wa ta'ala an yarhama amwat al-Muslimin. Und subhanallah, und ich will es euch nicht verschweigen, die Theorie ist eine Sache, was wir hören über die Religion, über die Geduld und so weiter und so fort. Und die Praxis ist oft eine andere Sache. Denn zwischen der Theorie und der Praxis können Welten liegen. Es kann sein, dass jemand theoretisch ein Mu'min ist, aber in der Praxis wird er ein Kafir. Möge Allah uns nur als Muslime sterben lassen. Deswegen sagte Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, An-Nasu fil-Afiya sawa, fa-idha nazal al-Bala tabayanu. Die Menschen sind alle gleich, wenn es ihnen gut geht. Wenn es ihnen gut geht, sind sie gleich. Sie denken nicht schlecht über Allah Azza wa Jal. Und sie vermuten nicht schlecht über Allah Azza wa Jal. Und sie sprechen keine schlechten Wörter gegenüber Allah Azza wa Jal aus. Aber er sagte, wenn die Prüfung kommt, dann siehst du, dass die Menschen sich unterscheiden. Wie viele der ursprünglichen Muslime haben nach dem Tod von einem ihrer Liebsten den Islam verlassen? Wie viele der ursprünglichen Muslime haben, nachdem sie ihren gesamten Besitz verloren haben, den Islam verlassen? Wie viele der ursprünglichen Muslime haben, nachdem Allah Azza wa Jal sie mit einer Krankheit geprüft hat, die vielleicht mehrere Jahre gegangen ist, wie viele haben den Islam verlassen? Die Menschen sind alle gleich, wenn es ihnen gut geht. Aber wenn die Prüfung kommt, die Worte von Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, so unterscheiden sich die Menschen. Ich will es euch nicht verschweigen, liebe Geschwister, es war ein sehr schwerer Trauer. Zumal ich nicht Abschied nehmen konnte von unserem geliebten Vater, umso schwerer war die Trauer. Ich habe mir eine Frage in dieser Zeit gestellt. Wie geht jemand mit so einer Prüfung um, der nicht Allah kennt? Wie geht jemand mit so einer Prüfung um, der nicht weiß, was der Tod von einem Menschen bedeutet? Richtig, die Antwort ist, viele sind undankbar oder werden undankbar gegenüber Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat uns mit etwas an Wissen, wir sind nicht wissend, aber etwas an Wissen versorgt, so dass wir wissen, was diese Prüfung bedeutet, liebe Geschwister. Und ich möchte heute jedem eine frohe Botschaft machen, der irgendeinem seiner Liebsten verloren hat oder irgendwann verlieren wird. Höre, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهو حديث قدسي عن الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer heiligen Überlieferung, die Al-Bukhari rahimullah ta'ala überliefert hat. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. Mein Diener, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der heiligen Überlieferung,
bekommt keinen anderen Lohn außer das Paradies, wenn er einen seiner Liebsten verliert und für mich Geduld zeigt. Dieser bekommt nichts anderes außer das Paradies. Allahu Akbar. Allah weiß, dass das schwer ist. Sehr schwer zu ertragen. Es ist nicht leicht, den Tod von einem Familienmitglied, von Verwandten, von Freunden, von Bekannten. Es ist nicht leicht, so einen Tod, liebe Geschwister, zu verarbeiten. Deswegen, wenn du Allah Azza wa Jalla Subhanahu gegenüber geduldig bleibst, wisse, Allah wird dir dafür das Paradies geben. Subhanallah. Nicht du bist gestorben, der andere ist gestorben, aber du hast Geduld gezeigt in dieser Phase. So hat Allah Azza wa Jalla dir versprochen, das Paradies zu geben. Allahumma rizukna al-Jannah bila hisab, ya Rabbil Alamin. وأخرج النسائي رحمه الله تعالى والبيهقي وإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين لهما ثلاثة أولاد Es gibt keine zwei Muslime, die drei Kinder besitzen. Das heißt, sie haben drei Kinder. لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْثِ Und diese Kinder haben noch nicht die Pubertät erreicht. إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةِ Außer dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Eltern, die drei Kinder verloren haben, außer dass Allah azza wa jal mit seiner Gunst ihnen und seiner Barmherzigkeit das Paradies schenkt. Subhanallah. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ Dann sagt Allah azza wa jal يَوْمُ الْقِيَامَةِ zu diesen Kindern. اُدْخُلُوا الْجَنَّةِ Geht in das Paradies herein. Und diese Überlieferung ist in Sahih al-Jami' von Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala. Geht in das Paradies herein. So sagen diese Kinder, schaut, liebe Geschwister, subhanallah, welche Rahma Allah Azza wa Jalla zwischen uns und den Kindern gemacht hat. So sagen sie, hatta yaji'a abawana. Wir werden nicht das Paradies betreten, ja Allah, bis unsere Eltern mit uns in das Paradies hereingehen. Allahu Akbar. Welche Forderung? Kinder, die noch nicht die Pubertät erreicht haben, sagen, ja Allah, wir wissen, wir dürfen in das Paradies hereingehen, aber wir möchten nicht in das Paradies hereingehen, bis unsere Eltern mit dabei sind. Dann sagt Allah Azza wa Jal zu ihnen, اُدْخُلُوا الْجَنَّةِ أَنْتُمْ وَأَبْوَاكُمْ Geht in das Paradies herein, ihr und eure Eltern. Subhanallah. Was für einen barmherzigen Rabb haben wir, liebe Geschwister. Und in einer anderen Überlieferung von Abu Dharr, radiallahu anh, dass er sagte, auch bei zwei Kindern, so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auch bei zwei Kindern. Und sie haben sich nicht getraut, noch nach einem Kind zu fragen. Das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Wir sind Muslime, wir sind mit der Vorherbestimmung zufrieden. Was Allah Azza wa Jal uns gibt, so sind wir zufrieden. Und was Allah Azza wa Jal uns nimmt, so akzeptieren wir das. Denn in einer Überlieferung bei Al-Bukhari sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى Allah gehört, was er nimmt. Und das, was er nimmt, gehört Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala gehört alles. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah gehört alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Und liebe Geschwister, das sollte ein Muslim verstehen. Allah hat das Recht zu nehmen, was er will. وَلَهُ مَا أَعْطَى Und er kann auch nehmen, was er gibt, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er ist der König der Könige. Er ist der König der Könige. Und wisse, Allah Azza wa Jal will dir damit nicht dein Leben vermiesen. Nein, wir werden über die frohen Botschaften hören, über die wir schon teilweise gehört haben. Und daher, ein Muslim akzeptiert die Vorherbestimmung. Auch wenn es schwer ist für ihn. Richtig. Und schaue auf das Beispiel von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er hat alle seine Töchter verloren. Alle, außer Fatima radiyallahu anha wa ardaha, diese ist gestorben 6 Monate, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Aber zuvor,
In seinem Leben sind alle seine Töchter gestorben. Keinen Jungen hat er behalten. Und eines Tages hat er sogar seinen Jungen Ibrahim begraben. Und er brachte uns bei, wie wir umgehen in so einer Situation. Er sagte, inna al-ayna la tadma, wa inna al-qalba li ahzan, wa la naqulu illa ma yu'di rabbana. Wahrlich, das Auge tränt. Wir sind Menschen. Wir haben Gefühle. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Barmherzigkeit gegeben. Und wir lieben unsere Eltern. Und wir lieben unsere Familien. Wir lieben unsere Kinder. Oh subhanallah, schaut mal, sein Sohn. Und keinen Sohn hat er, behalten. Wer? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wahrlich, das Auge tränt. Und das Herz ist traurig. Aber wir sagen nur, was Allah azza wa jal gefällt. Wer die Muslim. Und das war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der ganz andere Prüfungen durchlebt hat als wir. Seit Anfang der Botschaft bis zu seinem Tod hat er nur Prüfungen erlebt, alaihi salatu wassalam. Als der Tag kam, an dem er Prophet wurde, so wusste er, die Zeit zum Ausruhen ist vorbei. Und trotzdem, obwohl er alle seine Kinder verloren hat, alaihi salatu wassalam, sagte er, und wir sagen nichts außer, was Allah azza wa jal gefällt. Wie viele der ursprünglichen Muslime, die, wenn ihr Kind verstirbt, so beschimpfen sie Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Religion. Wie viele der ursprünglichen Muslime, wenn sie ihr Geld verlieren, so vermuten sie schlecht von Allah azza wa jal und denken schlecht über Allah azza wa jal. Nein, manche sprechen sogar den Kufr aus. Ja, Ikhwa, wir sollten wissen, wem wir gehören. Wir gehören Allah subhanahu wa ta'ala und niemand anderem. Und wisse, bei Allah, Allah hat nichts Schlechtes für uns vorherbestimmt, sondern jede Sache für einen Gläubigen, und ich betone für einen Gläubigen, Allahumma ja'alna minal mu'minin, ist das Beste, was du bekommen kannst. Allah hat es für dich geschrieben. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vielleicht hasst ihr eine Sache, aber sie ist gut für euch. Und vielleicht liebt ihr eine Sache, aber sie ist schlecht für euch. Allah weiß, jetzt bestätigt Allah Azza wa Jal uns, dass wir alle Juhal sind. Allah weiß, während ihr nicht wisst. Allah weiß, während ihr nicht wisst. Und schaut, subhanallah, das Beispiel von Salama radiallahu anha. أخرج إمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة ثم يقول إن لله وإن إليه راجع ويقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. سلمة رضي الله عنها berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gläubige, der Muslim, wenn ihm eine Prüfung trifft und er sagt, wie Allah ihm befohlen hat im Koran, إن لله وإن إليه راجعون, wir gehören zu Allah und zu ihm werden wir zurückkehren. Und er sagt, O Allah, belohne mich, Allahumma ajirni, belohne mich für die Prüfung, die mich getroffen hat, und gib mir einen besseren Ersatz dafür. Außer, dass Allah ihm diese Sache durch etwas Besseres ersetzt. Faqalat Salama radiyallahu anha wa ardaha. Sie sagte Salama, mata Abu Salama. Abu Salama ist gestorben. Und ihr solltet wissen, Salama ist später die Ehefrau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geworden. Aber zwischen ihr und Abu Salama, ihrem ersten Ehemann, war eine Liebe, die unglaublich gewesen ist. Eine außerordentliche Liebe. Und sie hat sehr an ihn gehangen, Salama radiallahu anha, an ihrem Mann Abu Salama. Sie sagte, mata Abu Salama. Abu Salama ist gestorben. Faqultu li nafsi, ich sagte zu mir selber,
Kultu, wa ayyul muslimina khayrun min Abi Salama. Ich sagte, wer der Muslime soll besser sein als Abu Salama? Ich finde keinen besseren Ersatz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zwar, richtig, dass jeder, der dieses Dua sagt, der dieses Dhikr sagt, so wird er etwas Besseres bekommen. Aber wer soll besser sein als Abu Salama? Wen kann Allah azza wa jalla mir geben? فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. So hat Allah mir den Ersatz mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Allahu Akbar. وَأَيُّهُمَا أَفْضَلْ أَبُو سَلَمَا أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Wer ist besser? Abu Salama oder der Gesandte sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und wir werden gleich hören, liebe Geschwister, Alhamdulillah, das ist die schönste Botschaft, die ich heute meinen geliebten Geschwistern mitteile. Wenn ein Geliebter von dir stirbt, und wir sind Muslime, Alhamdulillah, wir reden über Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben. Wenn ein Liebling von dir stirbt, so sollst du wissen, diese Trennung von dir hier in dieser Dunya ist nicht ewig, sondern Allah wird euch wieder zusammenbringen. Ihr werdet für ewig im Paradies verweilen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Wie viel wären Leute bereit zu bezahlen, damit sie ihren Liebsten behalten, damit sie ihre Frau behalten, ihr Kind behalten, ihre Eltern behalten? Manche Leute wären bereit, alles zu bezahlen. O Subhanallah, Allah der Allmächtige, er trennt dich vielleicht vorläufig in dieser Dunya von deinem Geliebten. Aber höre, was Ibn Abbas radiyallahu anhu arda sagte, akhraja Ibn Kathir rahimullah ta'ala an Ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qal. Ibn Abbas radiyallahu anhu sagte, inna Allah la yarfa'u dhurriyatal mu'mini fi darajati. Inna Allah la yarfa'u dhurriyata al-mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu fil 'amal wa in kanu dunahu fil 'amal litaqarra bihim 'aynuh. Er sagte, Ibn Abbas radiyallahu anhu, Allah azza wa jall wird die Nachkommen von einem Gläubigen, Allah subhanahu wa ta'ala wird die Nachkommen von einem Gläubigen auf dieselbe Stufe bringen wie den Gläubigen und sie miteinander vereinen. Auch wenn sie weniger an Taten gemacht haben als der Gläubige selber. Kann sein, dass der Gläubige, der Nachkommen hinterlässt, eine Familie hinterlässt, dieser hat gigantische Taten gemacht. Und dadurch ist er in Aliyin gekommen. Allahumma inna nas'aluka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata muhammadin sallallahu alayhi wa sallama fi a'la jannatil khuld. Es kann sein, dass er in der höchsten Stufe in Aliyin ist. Und seine Nachkommen haben weniger gemacht. Aber was sagt Ibn Abbas radiallahu anhu? Allah wird sie erhöhen, die Nachkommen, auf dieselbe Stufe wie den Gläubigen. لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ. Damit er sich an ihnen erfreut. Allahu Akbar. Damit er sich an ihnen erfreut. ثُمَّ قَرَى. Dann hat er die Ayah gelesen als Beweis aus dem Koran al-Karim. Er las, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ.
kullum li'im bima kasaba rahim. Allah Azza wa Jal sagt, und wahrlich diejenigen, die gläubigen. Wahrlich diejenigen, die glauben. Und die ihnen folgen im Glauben. Wir werden sie mit ihren Nachkommen vereinen. Allahu Akbar. Wir werden sie mit ihren Nachkommen vereinen. Ohne zuvor von deren guten Taten etwas abzuziehen. Überlege, der Gläubige, er musste nicht gute Taten abgeben, damit seine Nachkommen mit ihm auf dieselbe Stufe kommen. Nein, Allah lässt seine Taten und er wird entsprechend dieser Taten mit einer besonderen Paradiesstufe beschenkt, dieser Diener, ohne dass ihm von seinen Taten etwas abgezogen wird. Was für eine Barmherzigkeit. Was für eine Barmherzigkeit, liebe Geschwister. Warum? Allah will diese Familien wieder zusammenführen. Deswegen wisse, o Diener Allahs, dein Liebling ist nur für kurze Zeit von dir entfernt. Dein Liebling ist nur für kurze Zeit von dir gewichen. Morgen, inshallah, werdet ihr euch für immer wiedersehen. Und ich beende, liebe Geschwister, mit zwei, drei Wörtern, die sehr wichtig sind. Subhanallah, diese Theorie, die wir lernen, die sollten wir nicht lernen wie ein Schulaufsatz oder wie eine Klassenarbeit. Nein, diese Theorie, die wir lernen im Islam, dass man Geduld zeigt bei Prüfung, dass man Allah Azza wa Jal immer gegenüber dankbar ist, dass man niemals schlecht von Allah Azza wa Jal vermutet und dass man immer versucht, diese Religion auf beste Art und Weise zu praktizieren. Das muss bei dir in jedem Zustand so sein. Du darfst nicht zu denjenigen gehören, die nur dann Allah lieben, die nur dann von Allah gut denken, die nur dann Allah subhanahu wa ta'ala heilig machen, wenn du etwas bekommst und wenn es dir gut geht. Nein, du sollst zu denen gehören, die Allah lieben, unabhängig davon, ob er ihnen gibt oder ob er von ihnen nimmt. Wir haben keine Liebe, liebe Geschwister, die nur darauf gründet, dass wenn Allah uns gibt, dann steigt unsere Liebe zu ihm. Aber wenn Allah von uns nimmt, dann lieben wir Allah Azza wa Jal nicht. Wallahi, diese Liebe ist bei Allah Azza wa Jal nicht akzeptabel. Diese Liebe ist nicht für Allah, die ist für dich, für deinen Nutzen, für deine Maslaha. Aber wisse, Allah liebt nur die tatsächlichen Gläubigen, die, wenn Allah Azza wa Jal sie mit irgendeiner Prüfung trifft, mit irgendeiner Prüfung prüft, so sind sie geduldig und hoffen auf den Lohn von Allah und denken niemals, niemals schlecht von Allah. Wir lieben Leute, sehr viele Leute, aber sie werden von dieser Welt gehen. Wir lieben unser Vermögen, aber es kann sein, dass unser Vermögen ebenfalls dahin schwindet. Und wir lieben dieses und jenes von der Dunya richtig, aber wisse, es wird der Tag kommen, je stärker deine Liebe zu einer Sache von der Dunya ist, sei es deine Frau, sei es dein Kind, sei es dein Vermögen, sei es dein Auto, es wird der Tag kommen, wo Allah Azza wa Jal von dir sehen möchte, wen du mehr liebst. Allah prüft dich mit dieser Sache. Oder hast du nicht die Geschichte von Ibrahim alayhi salatu wassalam gehört? Allah hat ihm befohlen, seinen Sohn Ismail zu schlachten. Und Ibrahim a.s. hat erst im hohen Alter seinen Sohn Ismail bekommen. Manche der Tafsir-Gelehrten erwähnen zwischen 80 und 100 Jahren. Je später man sein Kind bekommt, umso mehr hängt man an diesem Kind. Aber subhanallah, Allah hat Ibrahim damit geprüft. Mit wem? Mit seinem Sohn, mit seinem Kind Ismail a.s. Und nicht in irgendeinem Alter. Ismail a.s., der ebenfalls ein Prophet war, dieser wurde im Knabenalter geprüft. Ein Alter, wo der Vater stolz ist auf seinen Sohn, wo der Vater den Sohn überall mitnimmt, den Leuten seinen Sohn präsentiert, wo der Sohn dem Vater hilft. So hat Allah Azza wa Jal Ibrahim alayhi salatu wassalam befohlen, seinen Sohn Ismail zu schlachten. Warum? Warum? Liebt Allah Ibrahim nicht? Allah liebt nicht nur Ibrahim. Ibrahim war ein Freund Allahs. Willst du dann noch die Frage stellen, ob Allah Ibrahim liebt?
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah hat sich Ibrahim alayhi salatu wasalam zum Freund genommen. Es gab nur zwei der Propheten unter den gesamten Propheten, die ein Freund Allahs waren. Das war Ibrahim alayhi salatu wasalam und der Gesandte Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Allah befiehlt ihn, schlachte deinen Sohn. Warum? Damit Allah von Ibrahim sieht, ob die volle Liebe Allah gehört. Ob die volle Liebe Allah gehört. Und das ist die richtige Tauhid-Liebe, liebe Geschwister. Dass eine Person die Liebe zu Allah über alles andere steht. Über alles andere steht. Jeder von den Geschöpfen, den lieben wir für Allah. Willst du, dass deine Liebe dir einen Nutzen bringt, Yawm al-Qiyamah? Liebe ihn für Allah. Und jeden, den wir nicht lieben von den Geschöpfen, für Allah Azza wa Jalla. Außer Allah, er wird geliebt wegen sich selber. Allah wird geliebt wegen sich selber. Jeder andere wird nur geliebt für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du diese Tauhid-Liebe in deinem Herzen eintätowierst, wallahi wisse, du wirst zu den besten Gläubigen gehören. Möge Allah uns Geduld geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig sein mit unseren Toten. Möge Allah ihre Gräber erleuchten. Möge Allah ihre Gräber zu einem Paradiesgärtchen von den Paradiesgärten machen. Möge Allah sie weder in der Dunya noch in der Akhira bestrafen. Möge Allah uns mit unseren Liebsten Yawm al-Qiyamah vereinen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.